gekleckert. So. Ich habe noch in keiner Vase was gefunden, im ganzen Spiel nicht. Ich habe das Gefühl, in Vasen ist nichts drin. Okay, wie geht's hier jetzt runter? Ist da eine Leiter, die ich nicht sehe? Ja, da. Hab sie doch gesehen. Warte mal. Just another crate. Just another crate. Bronzefass? Das ist bestimmt schwer, so ein Bronzefass. Looks empty. Ich bin auch halb tot, das gefällt mir eigentlich auch gar nicht. Gar nicht, wo wir hier. Ich will sie auch nicht mitnehmen. Wo wir hier hinkommen. Also. Neun Finger anbei. Ein Bericht über den Vormarsch dieses neuen Schmugglers Enver Gortash bezüglich verbotener Waffengeschäfte im Kiontatal. Vormarsch ist allerdings eine herbe Untertreibung. Übernahme wäre passender. Die Ritter des Schilds, die ehemals an der Spitze des Schwarzmarktes standen und die außerhalb der Stadt tätigen Zentarim, wurden weitestgehend von Gortashs Leuten verdrängt. Verbotene Waffen lagen noch nie im Hauptinteresse der Gilde, aber angesichts seiner klaren Bestrebungen wäre es unklug anzunehmen, dass sich Gortash damit zufrieden gibt. Wir sollten ihn im Auge behalten. Aufmerksam. Buresa Uktar. Mitnehmen bitte. Kleiderschrank. Kleiderschrank. So. Vase. Tisch. Beschädigte Vase, Kiste, Fass, Bronzefass. Bronzefass ist bestimmt schwer, ne? So ein fettes Fass. What? Okay, dann nicht. Dann leicht. Das ist ja nichts, ne? Kessel sieht aus wie aus Bronze, deswegen habe ich den mitgenommen. Der da sieht zum Beispiel aus wie, weiß ich nicht, Eisen oder so. Voll schwer und nicht so hochwertig. Ach, das ist der Schrank, den er meinte, ne? Da kann man durch. Aber dann waren wir halt in der ganzen Stadt komplett noch gar nicht. Wir speichern mal ganz kurz. Nicely designed. Secrecy always inspires ingenuity. Okay, wo kommen wir da hin? Oh. It seems the Githyanki are keen to reclaim the artifact I carry. I can't afford that to happen. In fact, none of us can. That thing is shielding us somehow. I don't want to know what happens if we lose it. Finden wir es lieber nicht heraus. Wir müssen schon mit genug anderem zurechtkommen. Es muss mehr hinter dem Artefakt stecken. Ihr wurdet geschickt, um es zu holen. Ihr müsst wissen, warum es so wichtig ist. Das Artefakt chippt uns ab, aber letztendlich wollt ihr es fortgeben? Das kann doch nicht gut gehen. Es muss mehr dahinter stecken. I was ordered to retrieve it, and that's what I intend to do. The rest is immaterial to me. Okay. Das reicht mir schon. So, wo sind wir denn hier jetzt überhaupt?
Zentarim-Versteck. Okay, das sind also die Zentarim. Ich... Oh, gespeichert. Das war ich nicht. Also es gibt hier eine ganze Menge Kram. Das war ich mit dem Speichern. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. Gedanken wahrnehmen. Ganz ruhig, euer Wachmann hat mich reingelassen. Heimlichkeit zurück in die Schatten huschen. Mhm. Waffen weg, ich gehe, wohin ich will. Ich will keinen Ärger, nur handeln. Wir nehmen erstmal die Gedanken wahr. Oder wir versuchen, sagen wir versuchen es. 12. Warte mal, wir speichern mal. Vorsichtshalber. Jawohl, nehmen wir. Where in the hell's this Rugen? I need that cargo. Ich weiß, was aus Rugen geworden ist und der Lieferung. I never mentioned any cargo. And I don't care for people poking around in my head. Still, I can look past it. If you have what I need, come down. Ehrlich gesagt, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da nicht hin möchte. Watch how you go. There's a trap. Also die Trap. Okay, ich glaube, ich will erstmal die Stadt angucken, bevor wir hier unten irgendwie... Das sieht aus, als wäre das hier sehr weitläufig. Teehaus? Wir sind sozusagen südlich vom Teehaus? Auch schräg. Geh mal bitte da hoch. Und geh mal bitte da wieder auch hoch. Oh, oh, warte. Da war noch die Leiter, genau die nehmen wir. Und da lang bitte und diese Leiter noch nehmen. Schräg, wohin diese ganzen Wege führen. Also so ganz klar, so kartenmäßig, sage ich jetzt mal, ist mir das alles noch nicht. Gehen wir bitte da lang. Gehen wir da ganz normal raus. Ja. Okay. Okay, wir speichern hier nochmal. Ich muss mir merken, dass wir dann noch da runtergehen wollen. Armer Ochse. Monsters everywhere. Kill. Der Arme. Bleib weg, ich will dir nichts tun, aber ich werde. Überzeugen Sie mich an, ich bin kein Monster. Wir müssen ihn auf jeden Fall überzeugen. Wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich aber auch nicht. Geht doch. No. You're not one of them at all. I was ready to run you through. My mistake, friend. Schon gut, was ist hier passiert? Hast du den Goblin im Stall getötet? Kanntest du den toten Ochsen draußen? Was ist hier passiert? An Attack. Monsters. Little ones and taller ones. They took the shiny one. He killed many. Shiny one? Kanntest du den toten Ochsen draußen? He was the biggest. Now I'm the biggest. Okay, einfach. Hast du den Goblin im Stall getötet? It was screaming, waving around its metal. I made him stop screaming. Okay. Sehr einfach gehalten. Passend zu einem Ochsen. Finde ich sehr gut. Weil tut mir echt leid. Okay. Dog. Was ist das hier? Christ, this hay hasn't gone up in flames yet. Hm.
Wasser, Wasser. Okay, irgendjemand braucht da immer noch Hilfe. Wer auch immer. Ich komme gleich. Ich muss nur eben hier rum. Und alles looten erst, natürlich. Man findet halt auch Überleben. Na komm, Gail, bitte. Sehr gut, danke. Wenigstens einer, der hier irgendwas kann. Shah's blessings upon you. Mann. Warum stellt ihr euch denn auch immer alle in den Weg? Echt mal. Okay, wir speichern nochmal. Toter Halbling mit einem Schlüssel. Wow, voll das Gemetzel hier. Best keep your hands to yourself. You're being watched. Sorry. Ich wusste nicht, dass der Tabu ist. Stand da nicht vorher dran. Aber der ist okay, der ist auch okay. Mit wem reden wir denn hier mal automatisch? Mit keinem bisher. Ein bisschen schräg. Huch. Drowcroft armor. No magic left though. Sun's too bright. Gildenkünstler, Gabe der Spinne. Ich bin inspiriert. Oh, oh, okay. Und ich bin überladen. Dahin. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal nicht mehr überladen, weil wir das ganze Essen wegschicken. Das ist gut. Oh. Upsi. Wollt's nisch. Oh Mann. Wir haben einfach immer zu viel Kram. Oh. Was ist das eigentlich zu Waren hinzufügen? Sieht aus wie dieses Symbol für Geld, nur eben in Silber. Ich weiß nicht, ob das sowas ist wie markieren, damit das Ware ist, die wir verkaufen können oder so. Ich weiß allerdings nicht, was uns das bringen soll, wenn wir einfach nur alles einzeln verkaufen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass man das dann so in eins verkaufen kann. Das weiß ich nicht. Müsste man vielleicht mal ausprobieren. Okay. So. Ach, diese Fliege. Ich werde echt noch wahnsinnig. Das hier wäre der normale Eingang gewesen, ne? Ja, hier hätten wir reingehen können. Oder hier irgendwie, ne? Und hier hätten wir auch kommen können, ja. Okay, dann gehen wir hier nochmal so rein, als wäre das irgendwie... Keine Ahnung. Wir looten erstmal ganz kurz hier rechts noch. Irgendjemand ist nur oben noch und braucht Hilfe. Oh, zertrümmertes Weinfass. Könnten wir vielleicht... Oh, warte mal, bitte geh mal bitte dahin. Und dann spring mal dahin. Ihr sollt doch nicht ins Feuer, ihr Doofen.
Wo geht's hier hin? Da drin ist auf jeden Fall was. Kein Grund zur Aufregung. Diebstahl, Belohnung. Höhlenloch. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Ich würde es gern verstehen, aber ich verstehe es nicht. Okay, das können wir nicht lesen. Okay. Dann lauft doch nicht da rein. Mann. Okay, wir könnten euch vielleicht helfen. Wir könnten das da vielleicht in die Luft sprengen oder einfach kaputt machen. Bis wohin geht? Vielleicht nicht unbedingt in die Flammen stellen. Auch, ne? Leute, könnt ihr mal bitte ein bisschen weiter weggehen? Okay. Das hat schon mal ganz gut funktioniert, aber ist halt die Frage, können wir da durch? Asche. Ja, das klappt. Söldner der flammenden Faust. Hier gibt es ganz schön viele Kisten. Was macht sie denn da? Weiß man nicht. Geht's ihr nicht gut, ne? Kommt sie denn jetzt mit wenigstens? Oder ist sie voll buggy? Buggy scheinbar. Jutesäcke. Noch ein Höhlenloch. Ist das das, was wir von draußen gesehen haben? Ja, ne? Oh Mann, ihr seid doch echt nicht mehr zu retten, ne? Ich sag da nichts zu. Ich sag einfach nichts dazu. Okay, sitzt sie nicht mehr hier vorne? Doch, sie sitzt hier noch. Okay, speichern wir mal ganz kurz. Ich meine, wir hätten theoretisch vom Dach aus, glaube ich, auch da oben irgendwo reingekonnt. Aber wir können ja mal fragen, ob wir irgendwie, weiß ich nicht, helfen können oder so. Key of the unsleeping eyes. Grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. Was bei den Höllen war hier los? Mein Beileid. Balduria. Er war wohl nicht für die flammende Faust gemacht. Voll gemein. Mein Beileid erstmal. He should never have been here in the first place. I'm the one that talked him into joining the fist. Das tut mir sehr leid. Was bei den Höllen war hier los? A massacre. Drow and goblins slaughtered the lot. Please, just leave me be. Okay, dann gehen wir. Die ist nicht so gesprächig scheinbar. Ach, das ist jetzt Gale. Okay. Könnt ihr mal bitte aufhören, da auf diese blöde Kiste zu springen? Was ist denn los mit euch? Können wir hier irgendwie... Warte mal. Ich stehe im Weg, ne? Die reden halt eh nicht richtig mit uns, dann können wir auch einfach hier hoch. Etagenbett, da können wir uns einfach reinlegen, ja? Es brennt hier alles und wir legen uns ins Bett. Sehr gut. Ist auf jeden Fall Bettlaken eine gute Idee, in einem brennenden Haus sich ins Bett zu legen. Feuer, Feuer, Feuer. Kaputter Küchenschrank.
Okay, dann einmal bitte zurück. Oh. Kein Grund zur Aufregung. Die atemlose Beschreibung der jüngeren Geschichte Eltugards in diesem Buch wird durch die Illustration einer brennenden Stadt eingeleitet. Bewohner der Schwertküste, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Gewiss habt ihr von den erschütternden Ereignissen gehört, welche die Stadt El-Turel heimgesucht haben. Eine ganze Stadt in die Höllen versunken. Vielleicht habt ihr auch die geisteskranken Gerüchte vernommen, dass der Stadt Baldurs Tor ein ähnliches katastrophales Schicksal droht. Habt keine Angst. Die sogenannten heilige Stadt El-Turel war in Wahrheit seit langem ein Sündenfuhl von Teufelsanbetern. Von der herrschenden Klasse bis zum Pöbel waren die Bürger allesamt vom Teufel besessen. Ob es von Geburt an in ihrem Blut lag oder sie von seiner Macht verführt wurden, sie waren durch und durch böse. El-Turel hat seinen Untergang selbst heraufbeschworen. Baldurs Tor ist bei weitem nicht perfekt, doch jeder, der glaubt, die Fäulnis sei so verwurzelt wie in El-Turel, ist entweder verrückt oder ein El-Turgardischer Propagandist. Die Fäuste werden unsere Stadt mit ihrem Leben verteidigen, wenn es sein muss, und ich versichere euch, dass keine teuflische Verschwörung den Verstand und die Seele unserer edlen Herzöge und Adligen vergiften kann. Eine Geschichte der Verachtung. Haben wir denn schon vergessen, dass El-Turel vor diesem jüngsten Irrsinn von Untoten überlaufen war? Sollen wir die aggressive Expansion El-Turgards vergessen? Sie waren nie unsere Freunde. Wachsamkeit beschützt uns. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Okay, dann wissen wir ja jetzt Bescheid. Ich bin ja schon dabei. Geht nicht, ist abgesperrt. Tür aufsperren. Einfach sagen, ist abgesperrt, aber... Stärke sind wir halt nicht so nice, ne? Tür aufsperren. Haben wir den Schlüssel dabei? Und wir sagen ja einfach zu. Let's move, quickly, before the whole place collapses. Ja, sehr gerne fürs Tür aufmachen. Wenn sie halt einfach abhaut, sich nicht mal bedankt oder so. Schon ein bisschen bitchy, die Gute. Und sie hat halt nicht mal versucht, hier rauszukommen, oder? Wofür haben wir 20 EP bekommen, weil wir sie gerettet haben? Ja, ne? Ah, überladen. Natürlich, natürlich. Blind? Latanda erleuchte, Silune geleite, Kelembor richte und Weiß in die Weite. Ja, dann geh doch mal aus dem Feuer raus. Sieht man doch. Wir sind hier gleich alle tot, weil wir hier irgendwo... in irgendwelchen Feuersachen stehen, weil wir behindert sind oder so. Okay, hier ist sonst nichts, ne? Let's have a look. Kisten, da ist noch irgendwie was. Ins Feuer rein, ist klasse, ich seh's. Jute Sack. Geh mal bitte da raus. Wir sind wirklich gleich alle tot, ne? Warte mal, wo war denn das? Ich drücke die ganze Zeit Alt, aber er zeigt es mir hier nicht mehr an. Da. Fallakte Nummer 846. Baldurs Tor gegen Flynn Silber. Anklage der Staatsanwaltschaft. Meister Silber wird beschuldigt, unter Vorsatz und ohne Heimtücke im Rahmen eines teuflischen Rituals zu Ehren der Toten drei oder einem der Toten drei einer der Gottheit Bane, Baal oder Myrkul, William Lister und Simon Simmy Trind in deren Haus getötet zu haben. Verteidigung des Angeklagten. Ich weiß nichts von irgendwelchen Gottheiten. Ich weiß nur, dass Bill und Simmy mich übers Ohr hauen wollten und es nicht anders verdient haben. Aber die Symbole und das ganze Zeug und wie ihre Eingeweide wahrscheinlich so hingelegt waren, da weiß ich nichts von. Urteil schuldig. Strafmaß Hinrichtung. Reduziert auf Verbannung, um keine höheren Mächte zu verärgern. Oh, okay. Ich hatte eine Bag of Holding. Können wir hier irgendwie durch? Hochspringen oder so? Was Cooles machen? Irgendwo hin? Hier ist auch nichts Cooles, ne? Okay, dann
Ja, dann lauf mal bitte hier raus. Geht das? Geht nicht. Dann lauf mal bitte hier hin. Still breathing, despite everything. Despite everything? Ich atme immer noch. Kaum zu fassen. Trotz der ganzen Umstände. Ach ja, überladen. Da war ja was. Noch essen. Gerade so nicht mehr überladen. Aber nur gerade so ist auch ganz schön wenig. Dann geht es nämlich gleich genauso weiter. Der wiegt 10 Kilo, so ein Oller Kessel. Drei Kilo für Wasser. Wow. Huch. Ach ja, Doppelklick funktioniert. Ich habe es gemerkt. Ja, okay, das reicht erstmal. So, damit er einmal hier raufhüpft, ich habe da so eine Kiste deponiert. So, wo ist er denn hin, die gute Dame? Ist das die hier? Ja. Fresh air. At last. Your boldness is a blessing. I'm in your debt. Counselor, are you all right? It takes more than mere fire to break me, Eva. Now listen close, Fist. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the man and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to this city. Okay. And you, I must ask again for your aid. Please, rescue Ravengard from his drow captors. The council will reward you for your effort. May I trust you'll see it through? Warum gerade mir vertrauen? Ihr habt andere unter eurem Befehl. Der Kult der Absoluten sitzt in den Türmen des Mondaufgangs. Dort müssen sie den Herzog hingebracht haben. Wer ist dieser Herzog? Ravengard? Balduria? Ravengard ist ein Champion für die Leute in Baldur's Gate. Ich bin doch einem Schnösel aus der Oberstadt keine Treue schuldig. Ich werde nach Westen reisen und Herzog Ravengard retten. Ihr müsst euch jemand anderen für die Aufgabe suchen. Warum gerade mir vertrauen? By the time aid arrives, it might be too late. You've the heart of a dragon and the will of a hero. Naja. Tell me I can count on you. Ja. Moonrise Towers, along the old road. That place is cursed. Few could survive there. Ja, unless darker forces are at work. This was no random attack. The Grand Duke was their target. Sagen A champion indeed. He's the invisible force holding Baldur's Gate together. Without him, the city faces collapse. In fact, I fear that may have been the intention of those who abducted him. Ah, ja, thank you. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Gail ist Approach the towers with care. The land itself has been swallowed in shadow. I will seek reinforcements and join you when I can. Fist, to work. Belohnung. Wir haben erfahren, dass der Großherzog von Drow gefangen genommen und nach Westen verschleppt wurde. Du erhältst. Spitze Stellen. Oder Schockschießer. Oder Zauberfunken. Elektrifiziertes Blut. Wenn der Träger Schaden mit dieser Waffe bewirkt, erhält er 2 Blitzladungen. Das ist halt eigentlich schon ganz nice, weil alle diese leichte Armbrust haben. Das hier ist halt irgendwie leicht ersetzbar, würde ich mal meinen. Und da haben wir, glaube ich, an vielen Stellen schon was Besseres. Nehmen wir mal das. Das heißt, das bekommen wir. Haben die ihre Toten mitgenommen? Wenn wir hier helfen,
Here we go. Gail, bitte einmal du. Gail. No, Winston's not around, so might as well. Ja, ihr seid halt alle super unathletisch. Kann es mal einer wenigstens schaffen, bitte? Really? Let's move. Okay, aber da waren wir doch schon, oder? Oh ne, da waren wir noch in dieser Treppe. Aber da scheint es auch nichts Cooles so richtig zu geben. Kiste. Oh, da oben liegt noch einer. Kaputte Tür. Kommen wir da irgendwie hoch? Da ist auf jeden Fall eine Leiter. Warte mal, ist die da noch? Die sieht uns aber nicht, oder? Immer, wir speichern mal ganz kurz. Wir sind halt auch halb tot, ne? Ich müsste unbedingt mal wieder rasten. Ja, danke. With haste. Wobei, wir könnten eigentlich da reingehen, ne? At least things have stayed interesting. Wer schreit denn da immer noch? Können wir da runtergehen? Okay, dann können wir so auf jeden Fall. Wer bleibt denn da unten jetzt gerade noch von uns? Warum steht denn da noch jemand? Meine Güte. Hier hätten wir auch reingehen können, ne? Ah, guck mal, wer da kommt. In der tiefen Stadt Grackelstu lebte ein junger Dürger namens Schull, der in den Köpfen seiner Brüder ein unheimliches Flüstern erzeugen konnte. Wer gierig darauf, seine psionischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und die Kontrolle über seinen Clan zu erlangen, bat er den Paten, ihn zu unterrichten. Überquert den Dunkelsee. Am Südufer findet ihr einen Graben, sprach der Pate. In dem Graben lebt ein Gedankenschinder namens Ihr. Er wird euch alles lehren, was ihr wissen müsst. Schulz Reise war voller Gefahren. Er wehrte Aboleten und Mantler ab, bis er den Graben des Gedankenschinders erreichte. Ihr kam mit zuckenden Tentakeln aus seiner armseligen Hütte. Ich bin gekommen, um zu lernen, sprach Schul. Gut, kam die Antwort. Im ersten Mondenkreislauf lehrte ihr, Schul Gedanken zu lesen, im zweiten sie zu beugen. Doch das reichte Schul nicht. Er wollte den Verstand eines anderen mit einem bloßen Wort zerstören können. So sei es, sprach ihr und belegte Schul mit einem Segen. Es ist nun euer, das Wissen, wie man einen einzelnen Verstand zertrümmern kann. Doch ihr könnt den Befehl nur ein einziges Mal aussprechen, sagte ihr Schul. Denn dann ist er für immer vergessen. Bereit, die Kontrolle über seinen Clan zu übernehmen, kehrte Schul nach Grackelstu zurück. Zeigt mir, was ihr gelernt habt, sprach der Pate zu Schul. Schul grinste, sprach den Befehl aus und sein eigener Schädel explodierte vor den Augen des Paten. Da sprach der Pate, die Lektion ist abgeschlossen. Hart, aber irgendwie wahrscheinlich gerecht. Warte mal. Verkohlte Leiche, traumhaft. Okay. Ja, dann doch nochmal da hoch. Bücher. Keine drin, da oben Bücher drin. Mirilet. A wie Azut und andere Götter 2. Nehmen wir einfach mit, verstehe. So, kaputte Tür. Kommen wir da irgendwie durch?